Manipulation in Beziehungen beruht auf einem ganz einfachen Mechanismus der Verhaltenspsychologie. Bestens bekannt bei sogenannten toxischen Narzissten, bösartigen Narzissten, die den anderen schädigen, aber von sich abhängig machen und für sich benutzen können. Wie geht das? Man verstärkt das, was man haben will, und man entwertet den anderen, wenn man ihn verunsichern will, und erzählt ihm etwas, damit man ihn so weit bringt, dass er die Ansicht annimmt, die man haben will. Das heißt, ein Zurechtschneiden von Meinungen, ein Zurechtschneiden von Verhaltensweisen, so lange, bis der andere ein Teil von mir wird und ich ganz über ihn verfügen kann. Und er sich gar nichts mehr anderes zu sagen und zu tun traut, ohne mich zu fragen, und ganz auf meine Meinung zählt. Großartig, wie das klingt, ganz einfach, wie die Basis ist.